Jetzt. So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Knights of the Old Republic. Wir sind jetzt erstmal hier stehen geblieben und haben eine Quest angenommen für Rukil und Karf hat ein Level up. Das machen wir zuerst. Er hat einen Punkt, den würde ich auf sich. Ich weiß gar nicht, warum ich mit ihm auf Sicherheit gegangen bin. Ich brauche jemanden, der auf Computer geht. Aber wir können den Punkt leider nur für Heilen investieren, aber wir können keine Punkte speichern. Das nächste würde ich das hier machen, das ist auch sehr sinnvoll für ihn. Und wir haben letztens noch eine Rüstung gefunden, die können wir Mission geben, damit sie nicht ohne Rüstung herumrennen muss. Und wir haben noch ein, zwei Sachen gefunden, die wir verkaufen können. Das heißt, wir gehen als nächstes zum Händler. Ihr habt mit Rukil gesprochen. Er hat euch sicher seine Geschichten über das gelobte Land erzählt, oder? Er hat euch alles über seine verschwundene Schülerin und die anderen verschwundenen Forscher erzählt, ja? Wisst ihr, die meisten Leute glauben seine Geschichten nicht. Sie glauben, er ist nur ein alter Narr. Doch ich denke, an seinen Ideen könnte etwas Wahres dran sein. Deswegen möchte ich ihn auch aufhalten. Ihn aufhalten? Wovon redet ihr da? Für einen Ausgestoßenen geht es mir ziemlich gut. Das Dorf verlässt sich auf mich bei der Beschaffung von Nahrung und Vorräten. Ich bin ein wichtiger Mann. Wenn es Gendar nicht gäbe, hätte ich hier das Sagen. Ich schätze, wenn Gendar nicht wäre, sähe es hier noch viel schlimmer aus. Doch wenn Rukil das gelobte Land findet, bin ich geliefert. Die Leute werden sich nicht mehr auf mich verlassen. Ich werde ein Niemand sein, so wie die ganzen anderen Dorfbewohner auch. Ich werde das nicht zulassen. Oh Gott, ey. Menschen. Na, wie könnt ihr nur so egoistisch sein? Ihr solltet nicht über mich richten. Ich habe vor langer Zeit gelernt, dass man, um hier unten zu überleben, an der Spitze der Rang- und Hackordnung stehen muss. Die zwei Erforscher, die auf der Suche nach dem gelobten Land waren, haben vielleicht etwas entdeckt. Sie haben vielleicht Hinweise oder Beweise gefunden, genauso wie Rukils Schülerin. Derartige Dinge haben sie sicher in ihren Tagebüchern niedergeschrieben. Ich werde euch gut bezahlen, wenn ihr mir die drei Tagebücher bringt. Also die Tagebücher der zwei Erforscher und von Rukils Schülerin. Dann kann ich die Beweise zerstören und dafür sorgen, dass das gelobte Land nie gefunden wird. Ich habe bei meinen Geschäften hier genug Credits auf die Seite gelegt, um euch fürstlich zu bezahlen, wenn ihr mir helft. Nö, danke. Seid kein Trottel. Ich bin hier der Einzige, der euch etwas für die Tagebücher bezahlen kann. Rukil hat nichts. Er wird euch keine Belohnung geben können. Sobald ihr alle drei Tagebücher habt, bringt ihr sie einfach mir und ich gebe euch eine großzügige Belohnung. Also dann, wollt ihr sonst noch etwas wissen? Ich würde noch gern handeln. Ist nicht die beste Ware. Hauptsächlich. Also was ich dazu sagen würde, ist scheiß auf die Belohnung. Ich meine, das gesamte Dorf kann dadurch besser leben. Also das ist schon viel wert. Ja, das Zeug können wir verhökern, das braucht man nicht. Aber wir haben 5 Minen schon mal gefunden, das ist nicht schlecht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder raus und in die Kanalisation. Dadurch kommen wir jetzt ganz gut voran. Wir nehmen gleich den Eingang hier, dann müssen wir nicht so weit laufen. Ah, ich hätte mal zur Heilung gehen können, dann hätte ich nochmal diese paar Prozent wiederholen können. Aber ist jetzt auch egal. So, wir bräuchten mal Mission, damit sie schnell diese Mine hier entfernt. Hi Freunde. Na verdammt. Gut, 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 gut. Sehr gute Arbeit, Leute. Schauen wir mal erstmal hier in den Raum rein. Oder erstmal lassen wir es mal Mission machen. Jetzt kriegen wir eine beträchtliche Minensammlung. So, was ist das hier? Dieser Energieschild schützt einen weiteren Bereich der Kanalisation. Der Eingang in die Basis der Vulka ist irgendwo dahinter. Ich habe die Codes, um den Schild zu deaktivieren. Aber zuerst müssen wir Zalbar befreien. Keine Sorge, sobald wir Big Z haben, machen wir hier weiter. Okay. Kein Thema, ich verstehe schon. Sie will uns erpressen.
Oh, Gamorreaner. Schön. Er hat halt den Highground. Da hatte ich natürlich beim ersten Versuch keine Chance. Was haben wir hier? Oh, hallo Mine. Und noch eine Leiche. Ah, da haben wir schon mal das erste Tagebuch gefunden. Tagebuch des gelobten Landes. Dieses Tagebuch enthält Informationen über die lange und beschwerliche Suche nach dem gelobten Land. Allerdings geht das in unvollständigen Karten und kryptischen Notizen nicht hervor, ob es das gelobte Land tatsächlich gibt oder nicht. Das Tagebuch selbst reicht nicht aus, um das Mysterium zu lösen. Es könnte jedoch ein wichtiger Teil des Puzzles sein. Dann sind wir schon froh, wir haben hier noch einen Droiden. Den könnten wir reaktivieren und wieder als Patrouillendroiden benutzen, aber ich will mir meine Teile ein bisschen sparen. Wir hätten vielleicht vorher speichern sollen. Wobei. Ging schon. Gibt schlimmere Kämpfe. Oh, jetzt habe ich das große, gute Medikit verwendet. Naja. Was soll's. Sieh mal einer an. Ein uraltes manuelles Schloss. Ganz ohne Computercodes. Sowas findet man auf Taris nur in der Kanalisation. Mit normalen Sonden kommst du bei solchen Schlössern nicht weiter. Aber keine Angst. Ich hatte schon mal mit so einem Ding zu tun. Das haben wir gleich. Ich bin auch froh, dich zu sehen, Big Zed. Dachtest du etwa, ich habe dich vergessen? Mission und Zalbar. Für immer ein Team. Das sind meine neuen Freunde, Big Zed. Ohne sie hätte ich dich hier nie rausgebracht. Schön, euch kennenzulernen, Zalbar. Ich bin Anjum. Schuld? Bist du sicher, Big Zed? Überleg dir das lieber nochmal. Du musst dir ganz sicher sein. Big Zed schwört dir eine Lebensschuld. Wow. Gewaltig. Weißt du, was das heißt? Das bedeutet, dass dieser wandelnde Teppich den Rest meines Lebens in mir hertortet. Ich wollte schon immer eins, du ein Wookie-Sklave. Nein, das ist ein Loyalitätsschwur, oder? Die Lebensschuld ist der feierlichste Schwur, den ein Wookie ablegen kann. Er wird dir für den Rest deines Lebens folgen. Egal, wohin du gehst, egal, was... Die Dusche ist sehr schön. Nichts Besseres. Ist mir eine Ehre, Schwurz zu akzeptieren. Ich möchte nicht, dass ich ständig mit meinem... Ich schätze, es gibt keine Möglichkeit, wie ich hier wieder rauskomme. Nee, das ist mir eine Ehre. Damit hast du mich natürlich auch am Hals. Ich lasse Big Zed nicht allein. Dass ich direkt in dieser Dusche stehe. Das passiert mir nicht nochmal. Die Piste der Oberstadt ist eher am angenehmsten. Es freut mich, dass mir höchstmischen wunderbaren Wookie und eine freche Straßen gehöre. Wann endet dieser Albtraum endlich? Ja. Also, soll ich dir jetzt den geheimen Weg in die Basis der Vulka zeigen? Versprochen ist versprochen. Ich kenne eine Hintertür in das Lager dieser Bastarde. Gut, desto früher, desto besser. Ich komme besser mit. Die Vulker haben die Kanalisation mit einem Energieschild gesichert. Ich bin eine der wenigen Tarisianer, die wissen, wie man trotzdem reinkommt. Ich weiß nicht mehr genau, wie man hinkommt. Aber es ist hier irgendwo in der Kanalisation. Im Nordosten, glaube ich. Hoffentlich ist der Rancor nicht mehr hier. Ein Rancor? Früher hat in diesem Teil der Kanalisation ein Rancor gelebt. Das Biest frisst alles, was ihm in die Klauen kommt. Und es ist riesig. Zum Glück sind Rancors dumm wie Bantamist. Ich habe mich immer an ihm vorbeigeschlichen. Uns fällt schon was ein. Es sei denn, du hast es dir anders überlegt. Ich möchte nicht für einen Rancor gehen. Will. Alles klar, dann mal los. Wie gesagt, irgendwo im Südosten. Such einfach nach einem Energieschild. Wenn du ihn siehst, sind wir da.
Ich würde ehrlich gesagt Carve bei mir haben. Lieber, weil er ein bisschen. Weil er ein Soldat ist es und er macht halt gut Damage, was wir halt hier brauchen können, aber. Ach, egal. Fügen wir ihn mal zu. Wir müssen ja eh leveln, also Fähigkeiten. Was ist er denn? Gut, oh, der ist gut bei Reparatur, dann machen wir da weiter. Bei Heilung. Talente. Was für Charaktere mit diesem Talent haben? Meine Grund, dass wir einen Nacker auf die Brücke legen, absolviert. Ja, wir gehen erstmal hier rauf, damit er das schon mal hat. Hat er denn irgendwelche Waffen? Wir können ihm nur Visions Klinge geben. Tafferkeit plus 2, das ist okay. Wookies können halt keine Rüstung tragen. So. Also wir wissen zwar, wo der Energieschild ist, aber ich würde mich hier trotzdem, also ich würde trotzdem gerne alle Räume hier erkundet haben, alles mitgenommen haben, allein schon wegen der Quest mit dem Datapad, was wir noch finden müssen. Oh, danke für eure Hilfe, Leute. Der letzte Schuss, der war es natürlich. Der hat's ausgemacht. Schafft sie das? Ah, hier war. Hier ist sein Zeug. Dann geben wir ihm natürlich seinen Bowcaster. Denn ich habe lieber Schützen als weitere Schwertkämpfer bei mir. Ah Gott, warum muss hier gleich die Mine liegen? Hey, warum hat das Ding denn nicht die Mine ausgelöst? Ach fuck, gleich zwei erwischt. Sehr gut. Auch gut. Können wir beides gebrauchen. So, das hier. Genau, das ist die andere Seite von dem Raum. Ist irgendwie unnötig, dass man hier reinkommt, aber es ist schon realistisch. Danke. Hier hätten die wenigstens irgendeine Leiche oder sowas reinlegen können. Aber ist ja egal. Schauen wir uns mal die Map kurz an. Also genau, da müssten wir jetzt hier als nächstes lang. In diesem größeren Bereich. Ja, sind nur so ein paar, ne? Aber jetzt haben wir wieder ein paar Splittergranaten, das heißt, das macht das Ganze wieder ein bisschen leichter. Ich will mich nicht zu sehr mit diesen ganzen Rakul aufhalten. Da haben wir einen Sack. Ich bin irgendwie aus der Map rausgeglitscht, merke ich gerade. Weil wir wissen ja, wo wir sind. So, was haben wir hier? Das Skelett können wir nicht durchsuchen. Da geht's in einen anderen, größeren Bereich. Mischen, bitte. Unsere Minensammlung wächst und wächst. Oh, das ist mal eine andere, eine Gasmine. Ah, verdammter Mist. Ich sollte gleich nach dem Kampf mal speichern. Weil wenn ich die ganze Zeit hier sowas machen muss, kann es durchaus sein, dass wir mal in den Raum kommen, wo es dann vorbei ist, erstmal. Und mein letzter Speicherstand ist dann doch weiter zurück und ich kann halt nicht auf das automatische Speichern zurückgreifen. Das heißt, wir speichern jetzt mal schnell. Auf einem neuen Slot. Dann nutzen wir diesen Slot halt einfach fürs Quicksaven hier. Ah, hier ist ein Ausgang. Das wird dann der andere sein, auf den wir vorhin gestoßen sind. Ist halt auch scheiße, dass die Rakul nichts dabei haben, ne? So, da kommen wir ja her. Genau. Müssen wir nur noch geradeaus und dann haben wir eigentlich alles hier in dieser Etage erkundet.
Oder auch ein Gamorreaner. Dieses kleine Geräusch, was die da immer machen. Okay, doch noch ein größerer Raum. Vielleicht gut, dass wir gespeichert haben. 30 EP nur. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen über die... hinausgelevelt. Wenn die alle was dabei hatten, ich schau mal, ob der auch was dabei hatte. Nicht, dass wir jetzt was übersehen haben. Hey Big Z, du solltest was gegen deinen schlechten Atem machen. Ich will ja nichts sagen, aber du riechst noch schlimmer als sonst. Und das will was heißen. Ehrlich gesagt, war dein Atem schon ranzig, als wir dich aus der Gewalt der Gamorreaner befreit haben. Was haben dir die denn zu fressen gegeben? Oh, Zalbar, das ist schrecklich. Ich weiß doch, wie du drauf bist, wenn du keine 8 Mahlzeiten am Tag bekommst. Ein Glück, dass du nicht verhungert bist. Kann man machen. Kein Wunder, dass dein Atem so schlecht ist, Big Z. Gamorreaner schmecken wie Banterkacke. Wir müssen dir eine Zahnbürste besorgen, damit du dir die Beißer putzen kannst. Okay, entspann dich. Keine Zahnbürste. Mann, dann iss wenigstens was gegen den Gestank, okay? Und halte dich von Leuten fern, die dich in einen Käfig stecken wollen. Da hat er nicht Unrecht. Okay, der hatte keinen Loot dabei, da habe ich nichts übersehen. Machen wir kurz unseren Levelaufstieg. 2 Punkte, auf jeden Fall überreden, das hilft uns weiter. Talente. Da können wir noch nicht weitermachen. Ja, hier, das ist gut. Da kriegen wir noch ein paar Bonus auf. Ein bisschen Bonus auf die Nahkampfwaffen. Denn darauf würde ich sehr gerne nur gehen. Ich bin nicht so der Blaster-Fan, weil man immer wieder verschielt ab und zu mal und das. Ich meine, auch bei den Schwert. Beim Schwertkampf ist ja auch immer so, dass man mal daneben schlägt oder so. Aber das halt nicht annähernd so oft. Also hier wird es weitergehen, das wissen wir ja schon. Das heißt, wir schauen uns noch den Raum hier an. Oder die Räume. Was haben wir hier? Okay. Wir haben hier so ein bisschen Gesellschaft. Ja, so ein bisschen viel Gesellschaft, ne? Kommen die anderen noch nach? Oder? Ja, schön. Schnetzeln uns einfach durch. Das passt schon. Ja, wir sind leicht vergiftet. Das haben wir dann auch wieder hinbekommen, genau. So, was haben wir hier? Das zweite Tagebuch. Das lesen wir auch gleich. Schauen wir mal. Achso, die sind das ist einfach dasselbe. Okay. Dann haben wir noch den letzten Raum und ich speichere vorher. Was wir häufiger machen sollten. Gamorreaner. Oh, ist das noch ein Chef dabei? Der hat mir das letzte Mal 400 EP gegeben. Ich bin gespannt, was es uns jetzt gibt. 150, ja. Zum Levelaufstieg, ne? Verändert sich das schon mal. Die haben natürlich nichts dabei. Und wir haben einen weiteren Ausgang. Ich frage mich, wo der uns denn hinführt, weil wir haben jetzt schon 2 gefunden. Aber ja, ich werde jetzt nicht da hochgehen. Gut, dann gehen wir nochmal zurück zum Energieschild, würde ich sagen. Und dann sage ich nochmal vielen Dank fürs Zuschauen, das war Knights of the Old Republic. Wir haben jetzt die gesamte Kanalisation hier gemacht, also zumindest diesen Abschnitt. Und den nächsten Abschnitt machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.